Willkommen zurück, meine lieben Freunde, zu meinem zweiten Video der vierten Session von meinem Crusader Kings 2 Spiel. Für alle, die die letzten Folgen nicht gehört haben, ich spiele gemeinsam mit dem lieben Schweiger, Hartmar. Hallo Hartmar. Ja, hallo. Aber noch ein drittes Mal mache ich das heute nicht mehr. Und wir sind mitten im 9. Jahrhundert. Im Abbasidenreich. Und ich bin gerade drauf gekommen, dass ich einen Unterschied zu den kurdischen Fürsten da im Norden habe, weil ich ein Tribal-System habe. Während die Kurden ja, während im Norden meine da ein Iqtar-System haben, ein Feudalsystem haben. Arabischen Feudalsystem unterliegen, genau. Arg. Echt arg. Dafür kann ich Raiding-Partys machen. Ich überlege mir, ob ich das vielleicht wirklich draufgekommen machen soll. Sind wir anlässlich der Technologie, des Technologiebildschirms, den wir uns angeschaut haben, der mir auch ein spanisches Dorf ein bisschen ist. Aber es drehen sich bei mir ein paar Räder. Ja, bei mir dreht sich gar nichts. Also im Wesentlichen von der Militärtechnologie drehen sich alle Räder. Ach doch, ne? Ebenso. Ich sehe gerade, Cavalry dreht sich bei mir. Ich weiß nicht genau warum. Das meiste ist bei mir, oder glaube ich ausschließlich, Neighbor Bonus. Meine weiter fortgeschrittenen Nachbarn geben mir einen Bonus. Meine Kultur entwickelt sich nicht weiter, so wie ich das sehe. Da sind wir auch relativ weit entwickelt. Also zumindest ich bin das relativ ja, weit. Ich hab, im Vergleich ich hab zu den europäischen Ländern. Kultur. Ich habe auch überall zwei. Und in den die anderen meisten, die meisten anderen Länder haben weniger als zwei bei Kultur. Ja. Ja, da ist das Abbasidenreich offensichtlich im 8. Jahrhundert weit, im 9. Jahrhundert weiter als andere ja. Länder. Schwierigkeit ist 1,8, 0,0% pro Jahr. Okay, ich verstehe das nicht. Ja, aber bei Cavalry kriege ich was dazu. Verstehe ich nicht. Na gut, das muss ich wahrscheinlich nicht verstehen. Nicht unbedingt. Hoffe ich. So. Naja, mein jüngerer Sohn, Chakoya, der, wie du dich erinnerst, verheiratet, verlobt ist mit deiner mit Nichte, hab ich angelogen. Hat dich in angelogen? Mein Gesicht, ohne mit der Wimper zu zucken. Ist es gut? Beinahe hätte ich einen schuldigen Diener bestraft. Dafür. Das wäre so, jetzt gibt es folgende gewesen. Möglichkeit. Ich bin beeindruckt, dann wird mein Sohn deceitful. oder ich das ist gut, schlage vor allem, es ist gut, wenn dein zweitgeborener Sohn deceitful wird. Ja, das will ich vielleicht nicht. Jedenfalls kann ich ihn schlagen, dann wird er ziemlich sicher deceitful. Naja, nein, das möglicherweise. Oder ich kann ein ernstes Gespräch mit ihm führen über Ehrlichkeit, dann wird er sehr wahrscheinlich, oder mit guter Wahrscheinlichkeit ehrlich. Oder ich kann zur Allah abgeben. Dann gehe ich Pietät. Und sehr wahrscheinlich passiert nichts. Dieses Spiel ist nicht sehr religiös. Ich glaube, ich werde mit ihm über Ehrlichkeit reden und schauen, was passiert. Und? Was ist passiert? Ha! Ha! Er ist ehrlich geworden. Mein Sohn ist jetzt ehrlich. Das erhöht seine Diplomatie und Diplomatie soll eh seine Stärke sein. Außerdem beginnt Zoroaster jetzt. Okay, ich drücke wieder auf den. Ja, tu das. Ja, ich glaube, da im Osten von mir, der Krieg zwischen dem Emir Wasif of Al-Wasifi Emirat, glaube ich, gewinnt gerade. Gegen wen führt der Krieg? Naja, 20% ist sein Warscore gerade. Ja, schon, aber Isfahan war vorher belagert, das hat er das aufgehoben, stimmt, ja. Die Belagerung, und er belagert jetzt mehr als vorher. Ja. Und ich glaube, den Kampf hat er da auch gerade gewonnen. Ja. Ja, wobei es haben beide noch über 1000 Truppen, da kann eine neue Schlacht, kann wieder einiges. Der Emir Abd al-Aziz of al-Dulafi Emirat. Boah, da oh. Sind viele Kinder. Aber keine Tochter, nur eine Tochter. Krieg im Norden von mir sind die Moslems. Die ist aber verheiratet.
Was? Ein Krieg im Norden von dir? Schon wieder? Nein, noch immer. Aber da Wie gewinnt geht's die Inde so? Oh, und schon wieder Jacquoyer. Wenn Gäste kommen, dann ist mein Sohn der Erste, der sie begrüßt und sie mit Fragen überhäuft. Ha, ich kann einen Gregarious machen. Das ist sehr gut. Das Gregarious liebe ist ich. gut, gell? Da Das, kriegt er Diplomatie und Gregarious. Na, das bist du ihre. Ja, das machen wir. Das ist ja mein zweiter Sohn, aber weiß. Also die Partie für deine Nichte ist. okay, ich fürchte, mein Dings, mein Gensherr ist gerade gestorben. Das ist dein ganzes Eigenes. Naja, ich weiß nicht, ob es so ernst ist. Sein Sohn mag mich ähnlich wie sein Vater, ein bisschen weniger, aber das ist eh klar. Ah, wie schaut das aus? Was ist denn das für ein Typ? Der Emir von Nishapur? Ah, aber warte mal. Wer ist jetzt mein Lehnsherr? Ist das eh der? Hat er jetzt mehr Länder rein? Nein, hat er nicht. Nein, Bagdad und Alkufa, immer noch Ja, beide. weil ich Dings. Nein, weil ich zuerst seine Claims gesehen habe. Der hat einen Weak Claim on the Al-Safa Shahdom. Wo ist das? Ah, da hinten. Bist du irre? Der könnte Schah von Al-Shafa werden. Sowas aber. Rein theoretisch natürlich nur. Und auf das Bukhari-Emirat. Wo ist das? Ah, da unten. Na, ich hoffe, der ist ähnlich wie sein Vater veranlagt und zieht uns nicht in irgendeinen Krieg gegen irgendwelche Monsterreiche. Na, die Bukhari-Emirat schaut nicht aus, als ob sie so mächtig wäre. Naja, schon, aber wenn er auf eigene Dings darauf losschießt, dann könnte das schon zu viel sein für uns. Vor allem, ich bin nicht gewillt, für ihn zu kämpfen. Also, natürlich bin ich gewillt, für ihn zu kämpfen, aber von hinten gut zurufend. Wie das gute Vasallen machen würden aus der dritten Reihe. Ja. Ja, na Ich gut, werde was schauen, dass du soll's. niemals mein Vasall wirst. Ich werde schauen, dass ich nie dein Vasall werde, das stimmt. Ja, ich finde das echt super. Ich gehe gerade die ganzen kleinen Meldungen durch. Unser König, also unser Schah, will die ganze Zeit ein Hobby finden. Ja, soll er doch endlich machen. Ich bin jetzt nicht mehr so im Klaren über die religiösen Verhältnisse im Norden von mir. Ah. Irgendwie, ich weiß nicht, könnte man nicht irgendwas machen gegen diesen Schar? Der macht mich irgendwie nervös. Solange der an der Macht ist. Was ist eigentlich dieses kleine Ding da innen drinnen? Übrigens können wir wieder auf Play drücken. Ja, drück mal auf Play. Wer ist der Emir Musavir of Al-Shari? Warum ist der nicht in unserem Abbasidenreich drinnen eigentlich? Ich meine, er ist mittendrin in unserem Abbasidenreich, aber warum ist er nicht Teil davon? Das ging schnell. Was ist denn? Mein Emir hat geheiratet und schon eine Tochter. Ich finde das gemein. Das ist wirklich schnell gegangen. Der hat eine Aber Tochter. ich werde schauen, ob ich meinen Sohn mit seiner ältesten Tochter verheiraten kann. Warte. Was ist mit seiner ältesten Tochter? Der hat zwei einjährige Töchter. Oh, Du musst nein, eh kann nur ich nicht. lang genug warten, weil wenn dein Emir stirbt, wird der Kalif wieder der Chefe von deinem Land Jo, zur Zeit. der wird es aber vergeben an jemand anderen. Ja. Ich schau mal. Ich kann mir nicht vorstellen, dass der Kalif wieder, ja, der hat jetzt schon eine.
ein Land zu viel. Ich werde mal schauen, ob ich meinem Sohn wieder die Moschee wegnehmen kann, die ich ihm gegeben habe, wenn ich es nicht will. Aber ich kann Bist jetzt. spitze. Nein, ich kann nur ein Land haben. Ich habe noch zwei haben, plötzlich sein. Okay, er darf sie behalten. Oh, da rennen gerade viele Truppen herum, da ist irgendwas passiert. Was bei dir? Erneut? Na, westlich von mir. Westlich von dir ist doch schon noch immer dieser langwierige Krieg. Nein, werde ich schon. Oh, ja, da ist ein Krieg. Der ist doch schon die ganze Zeit. Nein, es ist eine Revolte ausgebrochen. Was? Wo ist eine Revolte ausgebrochen? Westlich von dir? Ja, also im Südwestlich. Das ist nördlich von dir. Nördlich von Tagrit ist Emir Akaba, das Al-Qusay-Emirates. Mosul ist seine Kernregion, glaube ich. Scheichtum Ah, von ich sehe da nördlich von Truppen Tagrit. rumrennen. Und Er ist der aber hat. wirklich näher bei dir als bei mir. Da liegt ziemlich zwischen uns. Jedenfalls verteidigt er sich gerade gegen Revoltierende. Ja, aber ich. Okay, diese Revolte wird schnell niedergeschlagen. Glaube ich. Vor allem der Revolutionsführer ist auf einer Pilgerreise nach Mekka geritten. Das klingt nicht so, als ob er sich freut seiner Revolution. Stimmt. Aber warum revoltiert er, wenn er gerade weg ist? Wahrscheinlich macht das sein Dings. Sein Regent macht das wahrscheinlich. Sultan Sahim the Fat has created the title Emirate of Dumiyad. Wo ist das? Ja, das ist wieder der Ägypter. Was? Der ändert sich. Das ist ein Ägypter wieder. Ah, das ist der starke Scheich. Der Meine Frage. starke Emir. Das ist der Sultan. Der Er hat einen Königstitel. eigentlich ein Ich Sultan ist, vermute, dass genau. der irgendwann erfindet werden könnte. Du meinst, dass der irgendwann einmal das Abbasidenreich übernimmt, sicherheitshalber? Oder eher verlässt. Wie auch immer, das ist egal. Was? The taxes and tithes due to me arrived at the castle today and were placed in the treasury. As I was inspecting the chests full of gold, it struck me that there seemed to be fewer of them than what had arrived earlier. A quick check of the treasurer's accounts revealed my worst fears. I have been robbed. Sie haben mir 50 Goldstücke weggenommen. Ich hatte nicht einmal so viele. Jetzt Tja. bin ich auf minus 16. Sag mal, spinnen die? Sie haben dir Geld gestohlen, das du nicht hattest. Das Ja. klingt nach bargeldlosen Zahlungsverkehr im 9. Jahrhundert. Haben meinen Bankaccount gehackt. Das ist ja wohl unfassbar. Das ist echt nicht nett. Ich meine, jetzt kann ich nicht extra Geld einheben und dann noch das. Okay, ich glaube, ich muss wirklich anfangen zu rauben und zu plündern. Übrigens, mein siebenjähriger Weißt Sohn, du? Chuck Heuer, du erinnerst dich an ihn, hat Nein. Diplomatie 10 mittlerweile. Was kann er? Diplomacy 10 hat er? Bist Ja, du mein jüngerer deppert? Sohn. Er ist 7. Der Okay. sieht schon alle Erwachsenen über den Tisch. Hast du eine Ahnung, wie das Plündern funktioniert? Ich brauche Nein, Geld. nein, nein, nein. Bitte, ich bin im Feudalsystem. Da wird nicht geplündert. Ja, ist wurscht. Organized Raid, das klingt gut. Das klingt gut. Wir werden dann Ah! einfach eine von diesen Dings, eine von Katar oder Bahrain oder so irgendein Scheichtum, werden wir Mein versuchen. Spymaster. Du erinnerst dich an meinen Spymaster, Goshtas. Das war der James Bond-Typ. Ich muss Der, zugeben, ich habe versucht, ihn zu ignorieren. ja, er hat jetzt eine Tochter und die hat einen Klumpfuß. Das klingt interessant. Warum schaust du dir solche Sachen überhaupt an? Ich weiß nicht. Die Alternative wäre zuzuhören, was bei dir passiert. Ja, das, was bei mir passiert, ist aber auch interessanter. So, was ist das? Gerne eine Tochter. Ja, nein. Dann legt er halt eine zu. Was?
your reports from Haffa, his charity work on your behalf is proceeding well. The poor have been fed and your pious standing has improved. Mir interessiert mein pious standing nicht. Ich will Geld. Warte mal, ich verschenke Essen an die Armen in Haffa? Spinne ich total? Ich habe gerade minus 15 Goldstücke. Kann ich die nur mit meinen eigenen Typen verheiraten? Ah, das ist gut, du willst die heiraten. Ich finde das überhaupt nicht richtig. Übrigens, ich verstehe eine, Bitte, eine allgemeine Bitte an dich, René. Wenn du etwas sagst, dann sagst du ungefähr nur die Hälfte der Zeit und sagst so, dass jemand versteht, der deinen Bildschirm gerade nicht bei sich hat. Ach so. Also, ja, ich schaue mir gerade meinen Chord durch und schaue, ob irgendjemand heiraten möchte, weil die Leute, die heiraten möchten, verheirate ich grundsätzlich. Dann sind sie nämlich glücklicher mir gegenüber. Und das Problem ist, ich kann die Leute nicht einfach mit irgendjemandem verheiraten, ich kann sie nur innerhalb meines Chords verheiraten, was ich ein bisschen seltsam finde. Bei Männern kann ich das nicht nachvollziehen, wenn das so sein sollte. Ja, eigentlich könntest du auch, müsstest du eigentlich auch Frauen in andere Chords hin verheiraten können, oder? Ja, damit gehen sie aber. Ja, aber wenn sie schlechte Frauen sind. Aber es geht nicht, meinst du? Nein, es geht einfach nicht. Und es, also, manchmal mache ich das ganz gern deshalb, weil das meine Relation mit den anderen Leuten verstärkt. Verbessert. Ja. Was ist mit dir? Ha! Ich kann jetzt Poet werden. Ich kann Poet werden. Ich werde Poet. Ich habe beschlossen, ich werde Poet. Weil ich 100 Pietät habe. Ich werde Poet. So, es ist geschehen. Lausche. Your latest collection of Islamic poetry has made quite a stir at court. Your courtiers can't stop talking about them. Your fame as a poet is spreading rapidly. Excellent. Ich krieg 50 Prestige. Ich kriege den Trade Poet. Außerdem habe ich die Chance, dass sich eine Eigenschaft verbessert. Das schauen wir uns mal an. Nicht schlecht. Und ich wollte eigentlich nur meine... Mein Learning hat sich verbessert. Ich wollte nur meine Diplomatie auf 8 bringen. Da hätte mir nur ein Punkt gefehlt. Und glaubst du, das kommt daher? So ein Käse. Nein, hat sie nicht. Meine Diplomatie ist jetzt auf 26. Ich hasse dich. Ja, ich bin Poet, aber ich bin ein alter Poet. Deswegen bin ich nicht sicher, ob sich das auszahlt. Okay. Ich... To the heroic. Ach so, ja, ich habe gerade einen von meinen Courtiers verheiratet. Tatsächlich habe ich das doch noch geschafft, mit jemand anderem ihn zu verheiraten. Und wir haben dadurch immerhin eine intrigante, bösartige Frau an den Hof geholt. Das habe ich gut gemacht. Nachdem ich jetzt Poet bin, werde ich ein Epic Poem schreiben. Das kann ich bei Intrigue. Ja, da kriege ich monatliches Prestige und Pietät. Das mache ich jetzt. So.
frage mich gerade, was ich mit dem ganzen Prestige machen soll, das ich da kriege. Ich glaube, das gibt mir Punkte, wenn ich sterbe oder so. Ja. Ich weiß nicht, was du mit den ganzen Punkten machen sollst, wenn du stirbst. Angeben, nehme ich an. Du Ja, ich hast habe auch. letztens irgendwas von deinen Punkten gefaselt, die du hast. Ja, ich hatte ganze drei. Warte mal, jetzt ist mein älterer Sohn Mihamed, Ja, was ist mit dem? der ist bescheiden. Das hatte gerade mein jüngerer Sohn vorhin. Das kann ich entweder fördern oder unterbinden. Ich weiß Will ich, nicht, dass er es. stolz wird oder will ich, dass er bescheiden ist? Siehst du, all diese Sachen erspare ich mir, dass, indem ich meinen Sohn nicht selbst erziehe, sondern Ah. den Händen meiner Konkubine anvertraut. Ja, Also ja, ja. bereut, ihn Nein, zu einem wirklich tollen Typen macht. stolze Charaktere kriegen mehr Prestige, während Bescheidene mehr Pietät bekommen. Andererseits, mein älterer Sohn sollte eher stolz sein, finde ich. Nachdem der Jüngere auch schon stolz ist, kann man das machen, ja. Greif auf die Pietät. Ha! Er ist wieder noch. Passt. Auch wieder Jüngere. Ja. Mein Sohn, im Übrigen mein Siebenjähriger, hat es geschafft, tatsächlich Temperate zu werden. Wie kann man als Siebenjähriger Temperate Oh, sein? Essigt. Das ist eine gute Eigenschaft, glaube ich, oder? Ja, es ist nicht schlecht. Eben, du kriegst plus 5 Eigenschaften, also plus 5 für alle Kirchentypen und Stewardship auch plus 2 und zusätzlich Pietät im Monat, was ich okay finde. Immerhin soll er mal mein Reich übernehmen. So, ich habe bald genug, um eine Stadt bauen zu können, die dann mein Einkommen erhöht. Echt jetzt? Ja, Ich finde das 15 überhaupt nicht Schilling richtig. fehlen mir noch. Ich habe minus 7. Ja, wenn du dich bestehen lässt, bist du selber schuld. Ja, immerhin habe ich ein paar Das Sachen Problem schon ist, meine gekauft. Truppenstärke ist eher bescheiden. Ich habe mich nämlich gerade umgeschaut, wo ich anfangen könnte, was zu erobern, und habe schnell aufgehört, das Gedanken weiter zu Ja, führen. ich hoffe, mit meinen Raids wird das was werden, falls ich welche kriege. Ich glaube, da unten Bach rein zum Beispiel, das wäre schön. Meine Nachbarn haben alle viel mehr Truppen als ich und auch noch viel mehr Verbündete. Haben Sie das? Ja. Glaubst du, kann man Bach rein überfallen? Ich nicht. Übrigens, wir sind verbündet. Wir zwei? Ja, Ja. natürlich, unsere Kinder sind in irgendeiner Weise Nein, nicht dein Kind. verbandelt. Meines und deine Nichte. Ah ja, stimmt. Deine Nichte, der Name. Haben dich nicht mehr als. Es ist wurscht, ich weiß auch nicht, wie sie heißt. Yasaman, bist du ihre Josef? Doch. Doppelt. Ja, ihr Bruder Hafez Yusef Sade ist auch nicht wirklich besser. Ja. Ja, bist Aber du. egal. Warum habe ich mich dagegen gesperrt, dass du deine Leute selber benennst? Ich benenne meine Leute nicht selber. Eben, weil ich es dir verboten habe. Ich finde den Namen meiner Tochter toll. Banafsche Mohammed Dokt. Heißt Mohammed Dokt die Tochter des Mohammed? Ja, das ist wie bei den Skandinaviern. Also, wenn ich jetzt ja sage, ich weiß es natürlich nicht, aber ich gehe stark davon aus. Oh, ha! Ich habe, mein Großvezier hat die Beziehungen zu meinem Lehnsherrn erneut verbessert. Das ist arg. Das Und das Leben finde ist ich alles gut. nicht richtig. Irgendwie. Ah, jawohl! Mein jüngerer Sohn ist jetzt schon Trained Diplomat, hat die Promesse 12. Wie alt ist der? Nein, jetzt ist schon 8 ist er jetzt. Wenn das so weitergeht. Arg. Voll in die Taschen. Ja, er hat ja mehrmals. Naja, es kann ja noch was passieren. Oh, ich sehe gerade, südwestlich von mir ist auch ein Krieg. Himmel. Ich bin froh, dass ich einen derart stabilen Emir habe. Da kämpft das Scheich dem auf
Januba gegen das Wir sind. Scheikdam of. Warte, was? Das. Der Herr. Der Emir Muhammad of Al-Musa. Was? Emir Musa the Wise has usurped the title. Okay. Ah, der Krieg in Isfahan ist zu Ende. Oder? Ich glaube, das ist der gewesen. Ja, und da dürfte mit einem eindeutigen Sieg geendet haben. Weil Count Abd al-Aziz, der Grausame, war scheinbar vorher Emir Abd al-Aziz. Und der ist jetzt unterworfen worden von Emir Musa. Der hat jetzt zwei Emirate. Und es gibt wieder ein Parteitreffen meiner, was ist das? Prosperity Faction. Da gehe ich mal hin. Sehr gut. Allerdings, mein Spymaster hat noch einen Sohn gekriegt. Ausgezeichnet. Vielleicht soll ich die Leute von meinem Hof auch verheiraten. Was? Naja, es ist auf jeden Fall ganz gut für die Ah, Zukunft, weil du hast warte, dann mehr stopp, da ist Leute, die jetzt du was irgendwo passiert. einsetzen kannst. Da ist jetzt was passiert. Wieso passiert ständig bei dir irgendwas? Oh, also mein Parteiführer hat sich ein bisschen verbal ausgelassen über den Emir und das dürfte dem nicht behagt haben. Ich Okay. hoffe, dass ich da nicht das abbekomme davon. Ich drücke mal auf OK. Aber jetzt ist was Krasseres passiert. Emir Al-Ala des Ast-Amirats, das ist mein Emir, Ja. heißt Fährt Ast-Conquest of Absaran, Das habe ich nicht Sultan. verstanden. Sag's noch mal. Er hat einen Krieg erklärt, diesen Griechen. Ja. Zwar dem unabhängigen Sultan von Asran, der nördlich von uns ist. Und momentan keinen anderen Krieg führt. Okay. Okay. Na gut. Ich drücke wieder auf Play, aber ich glaube, da werden gleich die Truppen losmarschieren in meinem Emirat. Jawohl. Ja. Er hat von dir auch ausgehoben, oder? 417 Leute. Ja, aber die können jetzt ihm, gell? Ich weiß eh. Ich schau mal, ob ich da irgendwie mitlatsche. Ich glaube, du kannst auch ausheben und kannst mitheben, mithelfen. Ja, schon. Mach das doch mal. Das ist aber ein Erfahrungstrick. Es ist ein Eroberungskrieg von euch, oder? Ja. Soweit ich das mitgekriegt habe, oder? Ich frage mich nur gerade, was abseits. Ah, das ist hier diese Scheichtum hier am Kaspischen Meer. Das will er erobern. Der führt gerade zwei Kriege. Der wird Der Typ im zweifach. Norden. Ja. Tja, das kann hilfreich Das ist gut sein. für uns. Sultan Haitan. Defending against Ishkan und Gregor Hamann. Ah, verstehe. Ihr verbündet euch also mit den Christen. Gegen eure Tun wir das? Glaubensbrüder. Ja, schon. Tun wir das? Oh, ich bin erschüttert. Der Dings der Ishkan Grigor Haman of Agurak ist ein apostolischer Christ. Ist eh klar. Kaum gibt's irgendeinen Vorteil für euch. Schau dir Schon macht ihr mal mit den bitte ungläubigen Dings. den Sultan Haitham an und schau, wie viele Kriege der gerade führt. Wow. Vier. Ja, genau. Also irgendwie, glaube ich, haben da mehrere Leute Lunte gerochen. Ja. Gegen den Ishkan? Gegen den. Interessant. Gegen zwei Ishkans führt er sogar Krieg. Der wird zerlegt werden, glaube ich. Ich nehme auch an, ja.
Und Und zwar, er führt auch gegen den Basileus, also gegen das Byzantinische Reich Krieg. ja, also alle anderen Angreifer sind Christen. Das ist, ich meine, auch wenn wir wahrscheinlich unseren Krieg gewinnen werden und in unserem Emirat ein neues Scheichtum kriegen werden, behaupte ich einmal, bin ich trotzdem nicht sehr erbaut, weil die Christen werden auch alles siegen. Ja, wahrscheinlich schon. Ist nicht so gut. Ja. Meine Frauen sind immer noch nicht schwanger, was ist mit euch? Tja, vielleicht liegt das an dir. Nein, ich habe zwei Söhne. Ich glaube, es sind meine Söhne. Ich hoffe, es Tja. sind meine Söhne. Wer weiß das schon so genau? Ja, schauen Sie mir ähnlich? Ich weiß nicht, die haben keinen Bart. Ich bin ein bisschen skeptisch. Ah, ich weiß nicht. Ich meine, der erste heißt wenigstens Wali. Wali, Kermit. Ja. Nein, Wali ist ein Titel. Ach Weil so, er ein Regiebursch. ja, Also er Mohammed. heißt Mohammed. Wenn er an die Herrschaft kommt, dann haben wir Mohammed und Mohammed. Also. Aber deinen zweiten Sohn hättest du irgendeinen anderen Namen geben können. Chakoya ist ein bisschen komisch. Ja. Oder hast du ihn schon gehabt, wie wir das Spiel begonnen haben? Hab Ich ich glaube. gehabt. Aber, ja. Wir belagern übrigens Ja, Region, ich wenn seh's. Ich wir seh's. ich. Was ist mit dem Sultan schon wieder? Oh, er hat eine neue Eroberung gemacht. Er breitet sich Richtung Libyen aus. Sulum. Also anders formuliert, er erhöht den Ruhm des Kalifen und erweitert sein Reich. Könnte Mit dem man so Kalifen. sagen, ja. Das ist ein Wahnsinn. Was hat denn der für Werte, bitte? Hat der irgendwie böswilliger Eroberer oder so in seinen Dings? Nein, Crowned. Ash'ari. This character is So. an adherent to this. Respected Commander. Slothful. Gluttonous. Cruel und zealous. Und content. Der ist content und führt einen Krieg nach dem anderen. Ich habe gerade wieder die Beziehungen zu meinem Lehnsherrn verbessert über meinen Großvezier. Dankeschön, Herr Großvezier. Der führt schon wieder Krieg, der Wahnsinnige. Und zwar diesmal gegen wen? Zwar gegen Assyrt. Das heißt, er wird im Süden auch wieder was erobern. Bist du irre? Der wird wirklich immer größer. Der erobert eines von den kleinen Königreichen oder einen von den Emiren nach dem anderen, die da herumhocken. Oh nein! Ich lese vor. The work on your epic poem is unfortunately delayed due to the outbreak of the war. All is not lost, however. You pick up the quill once more, once all this war business is done. Jetzt habe ich die Möglichkeit, I must continue the work when I can, oder I give up. Was passieren könnte, dass ich depressed werde. Sollte ich aufgeben? Ja, na klar, Ne? gib auf. Nix da, ich mache weiter, sobald ich kann. So. Das sind Okay. wir alle. Ich habe wieder Plus an Geld im Übrigen, für all jene, die es wissen wollen. Ha! Danke an die Erinnerung. Ich habe jetzt genug Geld, um eine Stadt zu kaufen. Jawohl, das ist sofort. Es dauert leider 1,5 Jahre, bis es gebaut ist, aber wenn es gebaut ist, wird es mein Steuereingang. So, jetzt habe ich kein Geld mehr. Okay. Das Bauprojekt ist underway. Bist du wahnsinnig? Dein Gebiet ist überhaupt super. Du kannst da insgesamt fünf Sachen drinnen haben. Ich sage nur Feudalismus. Oder Ishka? Ikta. Ikta. Naja So. gut, ich meine, ich habe nur Wüste, also so gesehen.
Ich glaube, ich könnte meine Laws wieder ändern, weil ich habe erst. Ich glaube, mein Dings, mein Scheich Mohammed wird sein ganzes Leben lang nichts anderes machen, als ein paar Gebäude in seine Tribes reinzubauen. Also Okay. viel mehr macht er nicht. Okay, ich kann tatsächlich, du solltest auch schauen, ob du deine Gesetze wieder ändern willst. Das kann man, glaube ich, alle 5 Jahre. Die Meine werden schon. was? Ach so, meine Gesetze. Ich drücke mal auf Pause. Naja, die Bürger-Obligation kann man nicht ändern und ich kann es erst 877 ändern. Meine Sachen. So, da braucht man Legalismus Ja. plus 4. Ja, das Yeah. wird noch ein bisschen dauern. Das habe ich mir schon angeschaut, ja. Aber ich kann den Bürgern sagen, dass sie mir mehr Steuern zahlen und dafür weniger Du Truppen stellen. kannst das schon? Du kannst schon verändern? Wieso das? Ich kann erst 877. Ach so? Ah ja, du hast recht. Es geht erst ab 77. Entschuldige, ich gehe wieder auf Null. Es ist alle 10 Jahre. Ich werde jetzt allerdings wieder Tschüss sagen zu meinen Zuhörern, denn fast 40 Minuten sind um. Ich wünsche euch noch viel Spaß und wir sehen uns in 2 Tagen wieder, wenn ich das nächste Video hochlade, das ich jetzt dann gleich starten werde.